Guten Abend und herzlich willkommen im Literarischen Salon im leider immer noch publikumslosen Conti-Foyer der Leibniz-Universität Hannover. Eben diese Universität, genauer gesagt das Präsidium der Universität, hat uns bislang noch keine Freigabe für eine Veranstaltung mit Saalpublikum geben mögen. Das heißt für uns, wir machen auch heute erstmal so weiter wie zuletzt, nämlich auf YouTube und mit diesem Livestream heute am 14. Juni. Und dazu begrüße ich jetzt erstmal ganz herzlich unsere beiden Gäste. Guten Abend, Shida Basyar und Anja Johansen. Zu unserer Gästin, die uns bereits zum zweiten Mal besucht, sage ich Ihnen und euch jetzt nur so viel. Shida Basyar war schon 2016 bei uns zu Gast, damals mit ihrem Romandebüt »Nachts ist es leise in Teheran«. Und seitdem haben wirklich alle sehr gespannt auf ihren nächsten Roman gewartet und der liegt jetzt seit kurzem vor. Drei Kameradinnen heißt er, erschienen ist er beim Verlag Kiepenheuer und Witsch und um diesen Roman soll es gleich gehen. Mehr über Shida Basyar hören wir jetzt von unserer zweiten Gästin, nämlich von Anja Johansen. Die ist eine sehr gute Kollegin, sie leitet nämlich das Literarische Zentrum in Göttingen. Anja ist promovierte Germanistin. Nach ihrer Doktorarbeit hat sie als Übersetzerin, Lektorin und auch als Dozentin gearbeitet. Und bevor sie 2010 die Leitung des Göttinger Zentrums übernahm, hat sie für das Literaturhaus Zürich gearbeitet. Eins muss ich auf jeden Fall noch sagen und darf ich natürlich nicht unerwähnt lassen. Anja Johansen ist in diesem Jahr Jurymitglied des Deutschen Buchpreises 2021 und umso willkommener ist sie uns heute. Zwar ist sie gar nicht zum ersten Mal im Literarischen Salon, aber sie ist zum ersten Mal als Moderatorin bei uns. Dass das so ist und dass sie heute für uns Zeit hatte, finden wir überaus großartig. Bevor Anja Johansen jetzt übernimmt, noch dieses hier von mir vorneweg. Die heutige Veranstaltung ermöglicht uns die Stiftung Niedersachsen durch die Förderung der Reihe Literaturhochhaus. Das ist unsere Reihe für deutschsprachige Literatur. Und diesen Abend hier gibt es nicht nur jetzt und als Livestream, sondern wir stellen ihn später dann auf unseren YouTube-Kanal und auf literarischersalon.de online. Und außerdem kann man ihn auch nachhören, nämlich auf dem Podcast des Literarischen Salons auf Spotify. So viel von mir vorab und damit hast du das Wort, liebe Anja. Danke sehr, lieber Jens. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mir ist völlig neu, dass ich offenbar wegen der Jurytätigkeit vor allem hier bin. Auch von meiner Seite natürlich ans Publikum, leider abwesend, aber offenbar des Streams noch nicht ganz müde. Auch an Sie, an euch ein herzliches Willkommen hier in Hannover. Ich freue mich ausgesprochen, hier mit Shida zu sitzen. Shida, bist du gut angereist? Ja, auf jeden Fall. Aus Weimar habe ich gehört. Aus Weimar, ja. Erzähl kurz, was hast du in Weimar gemacht? Ich war gestern Abend dort zur Lesung eingeladen bei Juli im Juni, Junge Literatur im Juni, ein studentisch organisiertes Festival und habe vor Publikum gelesen. Es ist immer noch ein Ereignis, ein Erlebnis. Das erste Menschen. Mal jetzt aus diesem Roman? Das zweite Mal, ja. Mhm. Aber genau, es ist was anderes. Also ich lerne auch Livestreams zu schätzen und alles, aber es ist, wenn man dann nochmal echte Menschen hat, einfach ein ganz anderes Vorlesen und Sprechen. Ja. Völlig klar, ja. Wir beide kennen uns noch nicht so wirklich. Wir haben eine Podcast-Folge im Rahmen meines Podcasts Boxenstopp mal zusammen gemacht, aber da haben wir uns nur auf Zoom gesehen. Deswegen eben finde ich auch besonders schön, dich jetzt immerhin live hier zu sehen, wenn auch ohne Publikum. Als wir die Podcast-Folge gemacht haben, Shida, da war, glaube ich, dein Buch gerade zwei Tage zuvor erschienen gewesen. Ne? Ja, stimmt. Da war es ja, noch ganz sehr neu. Knapp. Und da hattest du mir erzählt, dass du auch die Rezensionen, da waren auch schon welche erschienen, aber die hattest du absichtlich irgendwie gar nicht wahrgenommen. Yeah. Mittlerweile ist es quasi überall besprochen, dein Buch Drei Kameradinnen. Es ist jetzt in allen überregionalen großen Zeitungen, glaube ich, im Feuilleton gewesen. Du warst bei Dennis Scheck zu sehen, hast irgendwie mit der coolen Christine Watti ein cooles Interview auf dem blauen Sofa gehabt. Also überall ist dein Buch zu sehen, zu hören. Du liest viel daraus. Geht es dir gut damit? Hast du eine gute Zeit jetzt mit den drei Kameradinnen, seit sie da sind? Ja, auf jeden Fall. Also es geht mir einfach sehr, sehr gut damit, über das Buch zu sprechen und mit Menschen darüber zu sprechen, die ja einfach auch Fragen haben oder die ganz eigene Sichtweisen haben und die erzählen, wo sie anknüpfen konnten, was für sie
Themen sind. Also ich finde einfach die Diskussion über die Themen des Romans, die machen mir sehr viel Spaß, weil die mich einfach sehr interessieren. Also mich interessieren einfach die Einblicke von anderen Menschen in diesen Diskriminierungsgeschichten. Und gleichzeitig ist es aber auch wahnsinnig anstrengend. Also ich merke, dass ich ganz, ganz anders erschöpft bin, weil ich irgendwie dann nach einem Interview oder nach einer Lesung eigentlich anderthalb Stunden manchmal über rechten Terror gesprochen habe. Und das darf man nicht unterschätzen. Oder ich habe da einfach vorher nicht drüber nachgedacht, was das mit einem selber macht. Und das ist dann schon was anderes, als irgendwie anderthalb Stunden über Literatur und das Schreiben geredet zu haben. Dann ist man auch erschöpft, weil man hat sich auch konzentriert, aber es laugt einen emotional nicht so aus. Ja. Und ich komme damit ganz gut zurecht, weil es ist mir sehr wichtig. Ich merke aber auch, dass es was ist, was ich mir selber immer klar machen muss. Es ist eine andere Form von Arbeit, die ich jetzt gerade habe. Und also ich glaube, dass es einfach sehr wichtig ist bei Menschen, die auch über diese Themen sprechen, die sie selber auch so krass betreffen. Also wenn ich irgendwie als Frau über Sexismus spreche, dann ist das einfach ein anderer Workload, der da drin schwingt. Ja. Und das sind ganz unterschiedliche Gespräche, die du jetzt führst über das Buch. Ja, Nicht immer dieselben Fragen, immer dieselben. Es ist sehr spannend. Also ich habe das Gefühl, manche Fragen kommen doch eigentlich fast immer, aber es ist sehr spannend, wer welchen Fokus setzt und also ob das jetzt die literarische Form ist, die Form der Ansprache der Erzählerin oder ob man mehr in die Themen reingeht und mehr ins Gesellschaftspolitische reingeht und die Frage nach dem Titel, die eigentlich immer dabei ist, so ein bisschen. Ja, und das ist, es wird dann irgendwann sehr komplex, weil die Themen komplex sind, ineinander verstrickt sind und weil die Struktur des Romans auch nicht ganz einfach zu erklären ist, wenn man von einem Publikum mehr in der Regel ausgeht, dass das Buch jetzt nicht gelesen hat. So. Ja. Davon müssen wir jetzt auch ausgehen, dass unser Publikum dein Buch noch nicht gelesen hat, das sicher ganz bald nachholen wird, aber noch nicht kennt. Aber wahrscheinlich kennen sehr viele deinen Erstling, Nachts ist es leise in Teheran. Jens hat das auch schon erwähnt, das ist dein Debüt. Die beiden Bücher sind ja tatsächlich sehr unterschiedlich. Du hast eben auch gesagt, jetzt seien das ganz andere Gespräche, die du führst. Meintest du da auch anders als damals bei Lesungen? Ja, auf jeden Fall. Wollen wir, bevor wir um die drei Kameradinnen gleich mal kurz kennenzulernen, also bevor wir reinlesen ins Buch, einmal kurz ein bisschen was zum Buch sagen und dann stellst du sie uns lesend direkt vor, deine drei Kameradinnen. Und wir sprechen jetzt nicht über den Titel, das machen wir vielleicht nachher noch. in aller Kürze, oder machen wir es anders, ich frage dich zuerst, wo wir eben von Nachts ist es leise in Teheran auch nochmal sprachen. Was ist für dich der Hauptunterschied? Auch der Arbeitsprozess war ja, wenn ich das richtig weiß, ein komplett anderer. Kannst du dazu mal eben was sagen? Inwiefern sind die drei Kameradinnen ganz ein anderes Buch? Inwiefern war das Schreiben an den drei Kameradinnen ganz ein anderes Schreiben als bei deinem Debüt? Also bei dem Debüt war so klar, ich gehe von der iranischen Revolution 1979 aus. Das ist mein historischer Stoff, an dem halte ich mich auch so gut ich kann, akribisch. Und gehe von dem aus und erzähle, was das mit einer Familie, die ich mir ausgedacht habe, macht, was das mit der Generation danach macht, dass die Familie fliehen muss und was das innerhalb der Familie auch mit Geschlechterrollen macht. Und ich habe mich immer sehr genau an der Geschichte orientiert, an der Historie orientiert. Und manchmal hätte es vielleicht auch besser gepasst, Dinge andersrum zu erzählen oder andere Schwerpunkte zu setzen, wenn ich einfach gesagt hätte, das und das hätte ja auch früher passieren können. Also auch Terror ist ein Thema beispielsweise für Exil-IranerInnen, weil der iranische Staat auch auf deutschem Boden noch Menschen hat umbringen lassen. Und diese Dinge konnte ich dann aber nicht einfach für mich mit reinnehmen in den Text, weil ich das Thema für den Roman passend gefunden hätte, weil ich mich immer an dieser Zeitangabe straff orientiert habe. Und das ist das Konzept des Schreibens und des Romans gewesen. Und das war auch richtig so. Und das war für drei Kameradinnen vollkommen klar, dass ich das nicht mache, also dass ich das auch gar nicht machen möchte und eher sehr frei über die Gegenwart erzählen möchte, ohne die Gegenwart dabei völlig zu verfremden. Also ich glaube, dass es doch sehr nah an dem ist, was wir kennen, an der politischen Situation oder dem gesellschaftspolitischen Zeitgeist ist, aber dass ich eben nicht es hat ja auch ein Stück weit was von Serviceleistung oder von Bildung, die man transportiert, wenn man sagt, ich erzähle eine Geschichte und anhand dieser Geschichte wird Historie erfahrbar. Also man lernt was über die Geschichte, weil man der Erzählung folgt. Und das wollte ich für den zweiten Roman nicht machen, weil ich wollte, dass man einfach bei den Figuren nah dran ist und sich selber alles zusammen suchen muss, die Informationen, die man aus der Realität braucht, um es zu verstehen und eben die Figuren im Fokus zu lassen und nicht die Historie.
Sehr gut, dann lass uns doch zu genau den Figuren direkt mal gehen. Mhm. Sagen wir vielleicht 3 Worte vorab. Willst du das tun? Soll ich das tun? Machst du das gerne? 3 Worte vorab vielleicht zu der Stelle. Saya, Kasi und Hani treffen sich nach Jahren wieder, sitzen auf dem Dach. Eine 4. Freundin wird bald heiraten und Kasi ist diejenige, die die Geschichte erzählt, die diese Geschichte aufschreibt, weil etwas Schreckliches passiert ist und sie macht so den Rückblick. Genau, und auch mal den Rückblick in die Teenagerzeit, um die es jetzt auch nochmal kurz geht. Als Sayas Mutter mit Saya schwanger war, saß sie im Gefängnis. Ich sage diesmal Gefängnis, weil es, wenn es politische Gründe für die Haft gibt, irgendwie nicht richtig zieht, lässig sein zu wollen. Und wer zu Zeiten eingesessen hat, in denen die Fotos nicht nur analog, sondern auch noch schwarz-weiß waren, hat umso mehr ein Anrecht darauf, dass man Gefängnis statt Knast sagt. Wir waren ungefähr 14 und saßen auf dem Teppich in Sayas Wohnzimmer, als wir uns die Fotos anschauten. Es kam bei uns allen eher selten vor, dass die anderen Familienangehörigen mit ihren ewigen Gästen geschlossenes Feld räumten. Deswegen war es eine ausgemachte Sache, dass wir uns in diesem Fall in der Wohnung derjenigen trafen, die gerade sturmfrei hatte. Wir wurden innerhalb von Minuten sehr erwachsen, wenn wir uns an den Kühlschrank wagten, uns etwas zu essen zusammensuchten und hinterher selbst unser Geschirr in die Spülmaschine räumten. Wir waren aufgeregt, wenn wir uns auf die endlich freien Sofas setzten und ganz ohne die kritischen Blicke von Vätern und Müttern entspannt eine Folge Beverly Hills 90210 sahen. Wir tranken Saft aus Sektgläsern, die unsere Eltern ohnehin nie benutzten, und Hani hatte mal das merkwürdige Bedürfnis, in den Werbepausen aufzustehen und sich auf den kleinen Balkon zu stellen, der in all unseren Wohnungen exakt gleich aussah, weil unsere Familien in den exakt gleichen Wohnungen lebten. Hani wohnte aber auch als einzige von uns in einer Wohnung, in der es nach kaltem, versehentlich eingelassenen Zigarettenrauch roch. Und der Unterschied zwischen ihrem und unseren Balkonen lag eben auch darin, wofür man ihn nutzte und wofür nicht. Manchmal, wenn Menschen sowas wie Wochenende oder Feierabend sagen, habe ich genau dieses Bild vor Augen. Ich auf ein Sofa gefläzt, das sonst immer belegt ist, in der Hand das Sektglas, gebannt vom Rausch der RTL-Werbung. Hani, die sinnlos auf dem Balkon steht und die Dächer der Stadt schaut. Der ewige Geruch dieser Wohnungen, der Geruch von Füßen, alter Tapete und getrockneten Kräutern, die sich, je nachdem bei wem wir waren, nochmal unterschieden. So wie sich die Sprachen unserer Mütter und der Geschmack ihrer Gerichte unterschieden. Als wir also einmal bei Saya zu Hause waren und ihre Eltern unterwegs, zeigte sie uns das Fotoalbum und Hani und ich waren nicht deswegen so andächtig, weil wir so gute Freundinnen waren, sondern weil wir ganz einfach wussten, dass dies ein privater Gegenstand war in einem Raum, in dem die Erwachsenen kein Privatleben hatten, in dem übrigens auch die Kinder kein Privatleben hatten, in dem niemand ein Privatleben hatte, denn dafür war in diesen Wohnungen einfach zu wenig Platz und in dem Miteinander und den Gewohnheiten zu wenig Verständnis. Die meisten Gegenstände in diesen Wohnungen waren entweder nützlich oder dekorativ. Saya hatte das Fotoalbum erst vor einigen Tagen zum ersten Mal gesehen, weil ein Bekannter eines Onkels zu Besuch gekommen war und es mitgebracht hatte. In den vergangenen Jahren musste das Album auf verschlungenen Wegen von vertrauter Person zu vertrauter Person weitergereicht worden sein. Seit Sayas Eltern ihre Wohnung und das Land ohne Abschied verlassen hatten, hatte es darauf gewartet, zusammen mit dem anderen Hab und Gut der 3 gerettet zu werden. Saya war 14, als sie das erste Mal Bilder aus der Jugend ihrer Eltern sah. Dass das für sie eine einschneidende Erfahrung war, konnten Hani und ich nicht wissen. Wir fanden bloß spannend, wie diese langweiligen alten Leute in jungen Jahren ausgesehen hatten. Saya zeigte uns ein Foto, auf dem ihre Mutter einen halblangen Haarschnitt und ein Militärhemd trug, einen Fuß auf einem Stein und eine Hand in die Hüfte gestemmt hatte. Für meine und Hanis Begriffe sah sie da zwar jung, aber auch ziemlich uncool aus, doch Saya zeigte stolz darauf und sagte, das war kurz bevor sie ins Gefängnis musste. Dann fügte sie noch stolzer hinzu, also war das kurz bevor sie schwanger wurde. Vielleicht ist sie auf diesem Foto auch schon mit mir schwanger, aber weiß es noch nicht. Ab da war ich ziemlich neidisch auf Saya, wegen ihrer Mutter, die im Gefängnis gesessen hatte und weil Saya dadurch irgendwie auch schon mal im Gefängnis war. Wer hätte gedacht, dass ich eines Tages so hier sitzen und mir wünschen würde, Saya wäre einfach nie im Gefängnis gewesen, damals nicht und erst recht nicht heute Nacht.
Warum bitte muss sie denn ausgerechnet in diesem einen Punkt nach ihrer Mutter kommen? Jedenfalls, als wir auf dem Dach saßen und Saya sich in ihrer Erzählung gerade mit der Schwangeren im Flugzeug solidarisierte, klang sie, als wäre eine Schwangerschaft eine selige Zeit voller Glück, die auf keinen Fall getrübt werden darf. Das ist insofern absurd, als ihre eigene Mutter eben nur einmal schwanger war und in dieser Zeit eingepfercht zwischen 10 anderen Frauen saß, jeden Tag zum Verhör abgeholt wurde und nicht wusste, ob ihr Mann noch lebte. Meine Mutter war 5-mal schwanger und in jeder Schwangerschaft musste sie hoffen, dass das Kind in ihrem Bauch trotz ihrer nächtelangen Arbeit in der Wäscherei überleben würde. Solche Gruselgeschichten kannten wir in der Regel nur aus unseren Familien. Darum orientierten wir uns von klein auf lieber an der Realität der anderen, als gäbe es unsere nicht. Was auch wichtig war, damit die anderen Kinder das, was wir erzählten, überhaupt verstanden. Also sprachen wir im Sommer davon, in den Urlaub zu fahren, obwohl das in unserem Fall nie Strand und Ferienwohnung, sondern immer nur mehrtägige Besuche bei Freunden unserer Eltern bedeutete, in deren kleinen Wohnungen wir dann den ganzen Tag Fernsehen guckten. Heute machen wir das manchmal immer noch so. Wir nehmen das, was uns als Realität verkauft wird, und übermalen damit unsere eigenen Biografien. Und in dieser Realität sind Schwangere nun mal glückliche Frauen, die eine tolle und intensive Zeit mit ihrem Körper verbringen und die man darin unterstützen muss, alle Störfaktoren aus dem Weg zu räumen. Wenn ihnen jemand keinen Respekt zollte, musste man also, ging es nach Saya, für sie eintreten und für ihre Rechte kämpfen. »Ist Charrière schwanger?«, fragte Saya. Und ich kam zum ersten Mal auf die Idee, dass so etwas möglich sein könnte. »Warum fragst du, weil sie heiratet?« »Ja, wieso heiratet sie?« »Ich weiß es nicht.« Ich wusste nicht, warum wir auf dem Dach saßen und statt über schöne Dinge über sowas reden sollten und warum Saya ihren Kronkorken mit einem Mal auf die Straße warf, als wüsste sie nicht, dass sie da unten jemanden treffen und verletzen könnte. Ich hatte auf einmal kein gutes Gefühl mehr dabei, hier oben zu sitzen. »Habt ihr euch nicht gewundert, dass sie heiratet?« Saya klang, als wäre heiraten ein Unding, als bräuchte man gute Gründe dafür. »Doch«, sagte ich, »ich habe mich gewundert, dass sie uns überhaupt einlädt. Aber ich finde, es gibt Schlimmeres, als dass Menschen heiraten wollen.« »Ist doch kein Verbrechen zu heiraten«, sagte Hani. »Ich freue mich für Charrière.« »Ich weiß eben nicht, warum man sich da freuen sollte«, legte Saya endlich los. Und ich hoffte, dass der anstehende Vortrag nicht allzu lange dauern würde, denn das Thema langweilte mich. Er ging aber eine ganze Weile. Ich beschränke mich mal auf ihre Hauptthesen. Menschen heiraten, weil sie im Kino gelernt haben, dass das zum Happy End dazugehört. Aber in Wirklichkeit existiert die Ehe nur, damit Männer Frauen an sich binden, sie kontrollieren und von ihnen abhängig machen können. Dass das Konzept bis heute überlebt hat, liegt allein an den 2 Millionen Steuervorteilen für Verheiratete, was sowas wie finanzielle konservative Erpressung ist, und das ist ekelhaft, und war nebenbei bemerkt in den letzten Jahrhunderten auch ein Mittel, um alle auszuschließen, die in einer heterosexuellen Welt nicht dazugehören sollen. Alle, die nicht ausrasten vor Glück bei der Vorstellung, wie ein klassischer Mann und eine klassische Frau zu sein haben, sollten und sollen auch weiterhin buchstäblich dafür zahlen und sich jeden Tag aufs Neue so richtig schämen. Das ist das einzige Ziel der Ehe. Ich freue mich ja auch, dass Charrière uns eingeladen hat, aber ich will eben vorher wissen, was bei ihr schiefläuft. Schiefläuft? Das ist aber ein bisschen übertrieben, oder? Fragte Hani. Saya schüttelte den Kopf. In Zeiten wie diesen nicht. Sich in Zeiten wie diesen mit sowas Banalem wie Heiraten zu beschäftigen, ist ein Luxus, den man sich erstmal leisten können muss. Da muss doch was bei Charrière schieflaufen, dass sie ihre Prioritäten so setzt. Das also würde Sayas Mission in den kommenden Tagen bis zur Hochzeit sein. Herauszufinden, warum genau Charrière heiratet, um dann feiern zu können. Denn wegen der Feier hatte sie ja überhaupt den weiten Weg aus ihrer Wahlstadt auf sich genommen. Danke. Das ist eine tolle Passage, um die drei schon mal so ein bisschen kennenzulernen. Ne? Und es ist auch eine tolle Passage, um so in a nutshell die Konstruktion, die komplexe Konstruktion deines Buchs sich ein bisschen anzugucken. Vielleicht können wir das kurz für die Zuhörenden, Zuschauenden ein bisschen erläutern. Wir haben die drei jetzt auf dem Dach sitzen erlebt. Da sind sie so in ihren späten 20ern oder so. Ne? Und man merkt aus den Unterhaltungen und eben auch aus den Rückblicken der Erzählerin Kasi, dass es eben auch Blicke in die Kindheit gibt, die in den Roman eingeflochten sind. Und dann haben wir aber ja über dem Dach quasi noch drüber als weiteres Dach eine Rahmenhandlung. Und zwar sitzt Kasi, die Erzählerin,
eine Nacht lang bei sich zu Hause und schreibt nach der von dir erwähnten Katastrophe, eben eine ihrer Freundinnen, Zaya, ist verhaftet worden nach dieser Brandkatastrophe. Man weiß nicht wirklich zu dem Zeitpunkt, was eigentlich geschehen ist. Und sie sitzt zu Hause, wartet auf ihre Freundin und schreibt diesen Text nieder. Schreibt dann Dinge nieder, die sie auch manchmal gleich darauf wieder zurücknimmt. Also du inszenierst eine bewusst unzuverlässige Erzählerin, eine hochsympathische Erzählerin, der wir extrem gerne folgen. Aber genauso gerne folgt man eben auch den Berichten aus Kindheit und Jugend, sodass man diese alle drei wachsen einem ja irgendwie sehr nah, kommen einem sehr nah im Laufe des Buchs. Das Ganze ist, wie erwähnt oder wie man jetzt, glaube ich, auch schon hört, so klug komponiert, dass man sich tatsächlich, also ging mir auch so beim Lesen, sich vorstellt, wie du da mit Plänen sitzt und Pfeile hier und machen ja manche Autorinnen und Autoren so, ne, dass sie irgendwie da die ganze Wand über ihren Schreibtischen vollpflastern mit irgendwelchen komplexen Konstruktionen. Aber das ist bei dir nicht so, ne? Du sagst, du plottest nicht. Also erstmal nicht zumindest. Also ich schreibe erstmal, oder das war jetzt bei diesem Roman so, ja, dass ich erstmal geschrieben habe und ich glaube eher intuitiv entscheide, was für Szenenabfolgen ich brauche. Also wenn ich irgendwie merke, der Text ist jetzt sehr hart und sehr, sehr intensiv oder traurig, dass ich intuitiv weiß, okay, und jetzt brauchen wir aber nochmal irgendwie was Lustiges oder so. Und dass ich eher sofort vorgehe und selber herausfinde, wo die Handlung sich so hinbewegt. Und dann irgendwann schon der Punkt kommt, an dem ich denke, okay, ich habe so ein ungefähres Gefühl, wie es weitergehen kann und wird. Ich sehe auch ungefähr sehr grob vor mir, wie das aussehen könnte. Und jetzt muss ich Entscheidungen treffen. Und also ich glaube, das dann Plotten zu nennen, wäre vielleicht auch schon zu viel gesagt, weil ich jetzt irgendwie nicht so eine ganz genaue Szenenabfolge habe oder so. Aber ich habe zumindest so ein sehr grobes Strickmuster. Also eine sehr... Wobei, nee, Strickmuster wäre wahrscheinlich genau das Falsche. Ich habe eher so die Form, die die einzelnen Teile am Ende so haben sollen. Und muss dann nochmal Sachen streichen, rückblickend. Also weil dann vieles, was ich bis dahin in den Text eingebaut habe, einfach keinen Sinn mehr macht oder nicht mehr notwendig ist. Und das ist natürlich auch mal kurz schmerzhaft, weil ich mich auch von Szenen verabschieden musste, die ich eigentlich ganz gerne mochte, aber bei denen ich gemerkt habe, das ist einfach gar nicht das Thema des Romans geworden. Und so. Und dann natürlich unglaublich oft zu überarbeiten und gerade diese Hinweise, die es so gibt, also weil das ja schon auch ein bisschen einen Spannungsverlauf hat, was jetzt in dieser Nacht passiert ist, dass ich diese Hinweise so streue und es aber wieder und wieder überprüfen muss und wieder nochmal Ideen habe, wo es vielleicht besser platziert wäre. Und also ich finde, die meiste Zeit des Schreibens verbringt man mit dem Überarbeiten des Textes und dadurch kommen eben die neuen Ideen auch und dann ändert sich vielleicht auch nochmal sehr vieles. Und kannst du sagen, hattest du die drei zuallererst als eben mit Endzwanzigerinnen vor Augen oder eher als Mädchen, als, was weiß ich, auch noch Grundschülerinnen? Hani kommt dazu, glaube ich, als sie schon eher in der weiterführenden Schule genau, sind. Genau, ja, so auch so 13, 14 oder 12, 13 sind. Ich habe mit der Szene auf dem Dach angefangen zu schreiben. Das heißt, da sind mir die drei begegnet und haben sich entwickelt. Aber sie waren irgendwie so sehr deutlich für mich. Also die waren für mich sofort in ihren Eigenschaften und in ihren Charakteren waren die so sehr deutlich für mich da, dass ich zwar die Kindheitssachen dann erst geschrieben habe, nachdem ich sie sozusagen als erwachsene Frauen getroffen habe, aber für mich war irgendwie auch schon klar, wie die als Kinder gewesen sein müssen oder wie sie als Teenager gewesen sein müssen. Und dafür musste ich dann eher nochmal überlegen und Situationen finden, die sie beschreiben könnten in ihren Charaktereigenschaften. Aber so die eigentlichen Anlagen, die waren sehr schnell da. Kannst du denen, die das Buch noch nicht kennen, nochmal kurz umreißen, inwiefern die drei ja doch sehr unterschiedlich sind? Wir haben das jetzt in der Passage, die du gelesen hast, ja auch schon gehört, gerade wie sie sich über das Heiraten unterhalten. Da kommt auch schon irgendwie der Furor von Zaya kommt auf jeden Fall da auch schon zum Tragen und das eher Beschwichtigende von Hani. Sagst du da gerade nochmal ein bisschen was dazu, inwiefern die drei sich da ergänzen? Ja, gerne. Ich glaube, was wichtig ist zu wissen, ist, die drei sich eben schon seit Kindheit oder Teenageralter kennen. Alle drei so
einen eher sozial prekären Background haben, in irgendeiner Form eine Migrationsgeschichte eben haben. Und das heißt, sie müssen sich einander nicht erklären. Das heißt, sie sind, wenn sie zu dritt sind, haben sie eine vertraute Basis. Und sie müssen sich auch nicht gegenseitig davon überzeugen, was für Diskriminierungserfahrungen sie machen. Das ist klar, dass sie die machen. Das ist nicht das, worüber diskutiert werden muss, das in Frage zu stellen. Aber sie haben eben alle drei unterschiedliche Umgangsweisen damit. Und da sind wahrscheinlich Saya und Hani so die größten auseinanderstehenden Pole eigentlich. Also Saya, die sehr genau alles wahrnimmt, die es analysieren kann, die den wissenschaftlichen, analytischen Blick dazu mitbringt, die es sofort benennt, die es aufschreibt, wenn was Blödes passiert, die eigentlich in so einem immerwährenden Kampf ist, also wo jeder Tag eigentlich aus Kämpfen besteht und die auch nicht müde wird, sich über die Dinge zu ärgern und der es aber vielleicht damit gar nicht so gut geht, wie die Freundinnen annehmen. Und Hani, die vielleicht auch gar nicht so sehr das Privileg hat, all dieses Wissen zu haben und diese laute Stimme zu haben, ist eher diejenige, die an einer Stelle auch sagt, es ist halt schon schlimm genug, Minderheit zu sein, sei halt keine heulende Minderheit. Also der, bei der völlig klar ist, sie will ein schönes Leben und es bringt ihr nichts, sich über diese Dinge zu ärgern, weil sie nicht der Meinung ist, dass sie irgendwas daran ändern kann. Und Kasi ist eben als Erzählerin wahrscheinlich meistens eher beobachtend und vielleicht oft auch die, die beide Seiten einfach versteht und sich keiner Seite aber irgendwie so richtig zugehörig fühlt, weil sie eben alle beide, weil sie beiden wahrscheinlich recht geben würde. Und weil die drei sich schon so lange kennen, gehen sie auch miteinander, also können sie so miteinander umgehen, dass sie sich akzeptieren, so wie sie sind. Ne? Würden die als Mitzwanzigerinnen aufeinandertreffen, wären Saya und Hani womöglich gar nicht zusammengekommen, aber genau das gelingt eben, gerade aufgrund der intimen Kenntnis der anderen und des riesigen Vertrauens, das sie miteinander haben. An allem, was wir bislang gesprochen haben, hat man, glaube ich, schon super deutlich gemerkt, auf jeden Fall ist es nicht möglich, über deinen Roman zu sprechen, ohne über das Verhältnis von Literatur und Politik zu sprechen. Mhm. Und um dir nicht die immer gleichen Fragen zu stellen, habe ich einen winzigen Textausschnitt von Marlene Streowitz mitgebracht, die letztes Jahr diesen sogenannten Covid-19-Roman geschrieben hat. Das spielt aber hier in dem Zusammenhang keine Rolle. Aber der Roman heißt So ist die Welt geworden. Und da lässt sie auch eine Protagonistin sprechen, die auch Autorin ist. Und die sagt Folgendes, oder sie, über die wird Folgendes erzählt. Betty beantwortet ihr Mails. Ein Journalist hatte Interviewfragen geschickt. Er fragt sie, was sie mit ihrem letzten Roman sagen hatte wollen. Das war eine übliche Frage, das war keine gute Frage, aber üblich. Es war der Bildungsmaschine Österreich nicht gelungen, und ich würde mal behaupten, das ist in Deutschland auch nicht anders, Kunst und Kultur als selbstverständliche Grundlage zu vermitteln. Eigentlich hatten die das nie gewollt. Dann geht es so ein bisschen weiter, das lese ich jetzt nicht vor, darum, dass eben die Regierenden die Leute klein halten, indem sie ihnen gar nicht den Zutritt quasi gestatten zur tatsächlichen Welt der Künste, die dann irgendwie immer von der Eigenständigkeit des Kunstwerks oder des Kulturobjekts ausgeht, also einem Kulturobjekt, das keinen Zweck mehr erfüllen muss. Und dann heißt es weiter, und ein Roman musste deshalb einen erkennbaren Sinn ergeben und war nicht ein Modell der Welt und als solches begehbar für diesen dusseligen Journalisten eben. Sie schrieb eine Abhandlung über den Roman an den Journalisten, dass der Roman an sich schon politisch sei und wenn er das nicht wäre, dann wäre das kein Roman. Aber dann löschte sie es gleich wieder. Als wir diese Podcast-Folge gemacht haben, da hast du mir gesagt, Shada, dass es für dich sowieso keine unpolitische Literatur gibt. Was ja ein ziemlich wichtiger und vielleicht auch erklärungsbedürftiger Satz ist. Ja, wobei ich, also genau, ich lese alles politisch, also ich hinterfrage alles aufgrund meines politischen Denkens und ziehe dadurch auch was daraus, was nicht heißt, dass ich nicht auch einfach Spaß in einem Buch hätte, aber für mich schließt sich das auch nicht aus. So, also ja. Ich kann das Buch wahrnehmen und die Figuren und die Konstruktion und die Kunstfertigkeit wahrnehmen und gleichzeitig auch das Politische daran sehen. Und es ist dann eben dementsprechend meine Brille, die ich aufhabe beim Rezipieren und natürlich dadurch auch beim Schreiben. Ich glaube aber auch, dass auch in Wirklichkeit einfach nichts je unpolitisch ist. Also es ist allein schon eine politische Frage, wer was schreibt und wer gehört wird. Und auch jenseits des Literarischen oder des Künstlerischen überhaupt.
Ja, genau. Also es entsteht ja kein Kunstwerk, oder bleiben wir bei Büchern, es entsteht ja kein Buch aus luftleerem Raum. Ja. Das heißt, die Frage, wer steckt dahinter, welche Strukturen stecken dahinter, machen für mich das Buch immer schon eh zu einer politischen Sache, weil ich mir diese Fragen stelle. Und auch die Form, die gewählt wird, auch der Inhalt, natürlich hat ja immer was mit unserem Leben zu tun. Und unser Leben funktioniert für mich nicht ohne das Politische. Das, ja. Also das Private ist politisch, das Öffentliche ist politisch. Und es gibt einfach so viel zu tun und so viel zu ändern, dass ich den Anspruch an Texte habe, dass die sich dem auch aussetzen und das thematisieren. Ja, eben, also ich finde das völlig einleuchtend, wenn du sagst, ohnehin ist jeder Text, ob jetzt freiwillig oder unfreiwillig, ne, politisch lesbar oder vielleicht zwangsläufig politisch zu lesen. Was ich so stark finde an dem Strelowitz-Zitat ist ja schon, dass sie gerade die politische Kraft des Romans, oder das könnte man sicher auch auf andere literarische Texte übertragen, also die politische Kraft literarischer Texte darin sieht, dass sie diese Begehbarkeit von Welten schaffen. Mhm. Dass die Begehbarkeit einer eigenständigen Welt, die sich auch nicht unbedingt vergleichen lassen muss mit der realen Welt und immer direkt eben in dieses Abgleichmodell eintreten muss oder so, dass allein dieses Schaffen eigenständiger Weltmodelle, dass das schon ein politischer Akt ist. Und ich glaube, dass man genau das sehr gut nachvollziehen kann, wenn man die nächste Passage von dir vorgelesen kriegt, die wir ausgewählt haben. Das ist, glaube ich, eine Passage, die du bislang noch nie gelesen hast. Ne? Genau. Ja, genau. Am nächsten Tag fuhr Saya mit ihren Tanten in die Innenstadt. Sie wollten Mitbringsel kaufen. Die Tanten waren besonders interessiert an Elektroartikeln made in Germany. Und weil Sayas Eltern arbeiten mussten, gingen Saya und die Tanten allein auf Einkaufstour. Als sie in den Bus stiegen, raunzte der Fahrer ihre Lieblingstante an, ob sie denn ein Ticket habe. Die Lieblingstante schaute verwirrt zu Saya, die ebenfalls verwirrt sagte: Nein, wir haben alle kein Ticket, ich habe ja auch noch gar keins gekauft. 4 Fahrscheine bitte. Der Busfahrer stellte ihr wortlos die Fahrscheine aus, schaute sie dabei nicht an und reagierte auch nicht auf ihr Danke und Wiedersehen. Saya und die Tanten stiegen in den Bus und bekamen von anderen Fahrgästen Sitzplätze angeboten. Saya gab sich Mühe, nicht weiter über den Busfahrer nachzudenken, aber es gelang ihr nicht. Es gelang ihr auch nicht, sich davon zu überzeugen, dass es einfach ein unfreundlicher, mit seinem Leben und Beruf unzufriedener Busfahrer war, der seine schlechte Laune nun einmal an allen anderen ausließ. Denn das führte sie direkt zu der Überlegung, ob er die schlechte Laune dabei gleichmäßig an allen anderen ausließ oder eben nur an manchen. Saya sprach im Bus mit den Tanten, aber sie sprach extra leise, weil sie ein ungutes Gefühl dabei hatte, sich zu laut in der gemeinsamen Sprache zu unterhalten. Die Tanten sprachen ebenfalls leise, weil sie sich anpassten und dachten, dass man das in deutschen Bussen so tat. Das nächste Erlebnis an diesem Tag war für Saya ähnlich beklemmend und uneindeutig, und vielleicht war es wirklich ein blöder Zufall, dass sie gleich 2 solche Erlebnisse an einem Tag hatten. Sie schlenderten gerade durch den Elektroladen und hatten Föhns, elektrische Dosenöffner, Rasierapparate und einen Reisewasserkocher an ihren Einkaufswagen gestapelt. Saya stand bei den CDs, um sich eine auszusuchen, denn die Tanten wollten ihr als Dankeschön für die kompetente Beratung und das Übersetzen etwas kaufen, das sie sich selbst nicht leisten konnte. Saya schwankte noch zwischen dem Album einer jungen Popsängerin, die sie mochte, wofür sie sich aber ein wenig schämte, und der neuen Platte einer Indie-Band, die sie zwar auch mochte, jedoch in erster Linie, weil sie der Meinung war, dass der Kauf dieser CD sich besser in ihr Selbstbild fügen würde. Dann aber kam der Kaufhausdetektiv und bat Saya und die Tanten, ihm zu folgen. Er war freundlich und er hatte einen tänzelnden Gang. Und Saya fiel auf, dass er den Tanten mit dem Respekt begegnete, den man älteren Menschen ihrer Meinung nach entgegenbringen musste. Dennoch bat er sie mitzukommen, wirklich nur kurz, wirklich nur aus Routinegründen. Und als sie den kleinen Raum wieder verließen, weil ihre Mäntel und Handtaschen selbstverständlich nicht mit Diebesgut gefüllt waren, sagte er entschuldigend zu Saya, dass das Stichproben seien, die sie manchmal bei Kunden machen müssten. Saya wiederum musste den Tanten natürlich erklären, was passiert war. Ihre Gesichter hatten einen fragenden Ausdruck angenommen. Sie warteten auf die Erklärung, dass das alles Teil einer Normalität war, um die man sich keine Gedanken machen musste. Saya übersetzte die Worte des freundlichen Kaufhausdetektivs,
Aber sie tat es nicht, ohne gleichzeitig an ihnen und sich selbst zu zweifeln, weswegen sie danach schnell das Thema wechselte und inständig hoffte, nicht weiter darüber reden zu müssen. Auf der Busfahrt nach Hause fühlte Saya wieder die Blicke, obwohl niemand außer ihnen im Bus war und diesmal ein freundlicher Mann am Steuer saß. Die Blicke aber waren nicht nur da, sie kontrollierten sie, sodass sich Saya kerzengerade hinsetzte und kurz in der Fensterscheibe überprüfte, wie sie aussah, ob sie am Morgen alle Gesichtshaare entfernt und einen geraden Scheitel gezogen hatte. Die Tanten hatten derweil die Augen geschlossen, müde von dem aufregenden Ausflug. Saya behielt das alles erst einmal für sich, bis sie es wieder und wieder durchdacht hatte und zu dem Schluss gekommen war, dass man darüber sprechen durfte. Sie war sich nur noch unsicher, wie es aufgefasst werden würde. Die Sommerferien gingen zu Ende, die Tanten verabschiedeten sich weinend und flogen zurück in ihr richtiges Leben. Der September war so heiß, dass die ersten Partys des neuen Schuljahrs noch immer unter freiem Himmel stattfanden und nach Sommer rochen. Und bei einer dieser Partys erzählte Saya jetzt also zum ersten Mal von den Erlebnissen mit ihren Tanten. An diesem Abend saß Saya, wie gesagt, sehr lange zwischen einer Handvoll Nerds, die sie anhimmelten, sich aber auch vor ihr fürchteten. Und Saya hatte Redebedarf und sie hatte genug getrunken, um die Erlebnisse mit den Tanten zum Gegenstand einer Diskussion zu machen, auf die sie Lust hatte, weil sie grundsätzlich Lust auf Diskussionen hatte. Mit dem Selbstbewusstsein einer Frau, die sich ausdrücken und andere damit einschüchtern kann, hörte ich sie zu den Nerds sagen, dass Deutschland ganz offensichtlich ein großes Rassismusproblem habe, dass es wirklich auffällig sei, dass man die Nazis von damals in ihren Enkeln und Urenkeln wiederfinden könne und man einfach nur Bus fahren müsse, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Die Nerds, nennen wir sie respekteshalber anders, nennen wir sie mal die Jungs, waren an dieser Stelle aber auf einmal gar nicht mehr diskutierfreudig. Und Saya erschien ihnen auf einmal auch weniger anziehend. Was das denn für eine merkwürdige Aussage sei, fragte einer, der schon mit 13 im Geschichtsunterricht aufgefallen war, weil er alle Zahlen und Daten des Zweiten Weltkriegs auswendig gelernt hatte. Das könne man Deutschland nun wirklich nicht vorwerfen, nach all dem, was erst die Alliierten und dann auch die 68er durchgesetzt hätten. Es gibt das Bundesentschädigungsgesetz, das Kontrollratsgesetz Nummer 10, schon mal was von Reparationszahlungen gehört. Er nannte weitere Begriffe und Zahlen, während die anderen Jungs darauf warteten, sich endlich über etwas Spannenderes unterhalten zu können. Saya fühlte sich unwohl, als hätte sie ein Thema angeschnitten, von dem sie eigentlich gar keine Ahnung haben konnte. Es war das ihr bis heute bekannte Gefühl, sich über etwas Gedanken zu machen, mit Menschen darüber zu reden und gleichzeitig zu glauben, dass alle anderen dann doch viel befugter waren, dazu eine Meinung zu haben, weil sie ja, wie in diesem Fall, über die notwendige Expertise zu verfügen schienen. Und über die verfügte man nur, wenn man Zahlen und Daten parat hatte. Doch zu dem, was Saya erlebt hatte, gab es keine Zahlen und Daten. Sie sagte nochmal, Deutschland sei ein rassistisches Land. Rassistisch, sagte der Geschichtsjunkie daraufhin, würde ja wohl bedeuten, man würde an die Rassenideologie glauben. Und das täte ja wohl keiner mehr in Deutschland, der noch ganz bei Trost sei. Damit war die Diskussion beendet. Und erst Jahre später, wirklich viele Jahre später, sagen wir in diesem Jahr, war Saya aufgefallen, dass sie in solchen Diskussionen nie eine Chance gehabt hatte. Denn alle, auch sie selbst, sahen ihre Rolle lediglich darin, provozierende Dinge in die Runde zu werfen und allen inbrünstig zu widersprechen, aber ihre Rolle sah nicht vor, Recht zu haben. Deswegen vielleicht war es für Saya auch vorerst das letzte Mal, dass sie versuchte, mit anderen darüber zu diskutieren, ob die Menschen in Deutschland rassistisch waren oder nicht, und sich stattdessen eine andere Herausforderung suchte, um einen Erfolg verbuchen zu können, und auf mysteriöse Weise am Ende den Klassenschönling küsste. Ich aber hatte Sayas Gespräch vom Lagerfeuer aus gehört und sie verstanden. Es handelte sich hier nicht um die Fantasiegeschichten, die sie uns erzählt hatte, als wir Kinder waren und mit denen sie uns dazu gebracht hatte, die unmöglichsten Dinge anzustellen. Sie wollte hier nicht sehen, wie weit sie gehen konnte und was man ihr alles glauben würde. Saya musste gar nicht weiter erzählen. Ich verstand, was ich zuvor ignoriert hatte. In dem Moment, in dem sie sagte, Deutschland ist ein rassistisches Land, habe ich ihre Erfahrungen aus dem Sommer mit all unseren anderen früheren Verletzungen verbunden. Frühere Erfahrungen mit anderen Kindern und der ständigen Frage, wer sich wie oft wäscht und wer wie viel von welchem Knollengewächs ist, wessen Väter aussehen, als würden sie zu welcher kriminellen Vereinigung gehören und wessen Geld aus zweifelhaften Geschäften stammen musste, all sowas. Zwischen all diesen kleinen Stichen hatte Saya nun Linien gezogen und dabei war ein Bild entstanden,
so wie bei diesen Rätseln in den Apothekenheftchen früher. Ich sah das Bild klar und deutlich. Deswegen vielleicht eignete ich mich bei diesem Thema auch nicht als Diskussionspartnerin. Ich wusste, dass Saya recht hatte. Ich stellte mir die Tanten im Bus vor und schämte mich dafür, dass ich nicht mit ihnen im Bus hätte sitzen wollen, auch ohne die Begegnung mit dem Busfahrer, denn es wäre mir peinlich gewesen. Die Tanten wären mir peinlich gewesen, denn so mit diesen Tanten durfte man unter keinen Umständen gesehen werden. Hani eignete sich bei diesem Thema übrigens auch nicht als Diskussionspartnerin, das hatte Saya recht schnell festgestellt. Hani wollte das alles nicht hören, weil es wehtat, das zugeben zu müssen. Weil es die Welt, in die sie sich, seit sie in Deutschland lebte und seit sie die Sprache gelernt hatte, ganz gut eingefügt hatte, auf einmal in ein anderes, trauriges Licht stellen würde. Weil sie vielleicht insgeheim wusste, dass sie dieses Licht anders traf als uns, weil man uns auf den ersten Blick anders wahrnahm. Und weil sie einfach keine Lust mehr hatte. Viel zu oft war Hani in ihrem Leben dieser und jener Gruppierung zugeordnet worden. Sie hatte genug von Bezeichnungen, Allianzen, Konsequenzen, von den vermeintlichen Unterschieden vermeintlich verfeindeter Gruppierungen. Das alles hatte sie hinter sich gelassen. Hanis Strategie war schlicht und sie war, obwohl ich ihr das nie so richtig zugestehen wollte, enorm mächtig. Es gab keine Probleme, solange man sie ignorieren konnte. Hani und ich waren Saya also keine Hilfe. Es dauerte eine Weile, bis Saya die Leute fand, mit denen sie die wirklich ergiebigen Gespräche führen konnte. Sie fand sie im Ausland, in London, in Bogota, New York und Tel Aviv. Sie fand Menschen, die zum Thema Rassismus auch Zahlen und Daten nannten, die das Wort an einem Abend häufiger benutzten, als sie es in ihrem ganzen Leben je gehört hatte, die ihr Texte zu lesen gaben und ihr halfen, all das, was sie in der Welt gesehen hatte, einzuordnen. Sie konnte bald für alle Erlebnisse, sobald sie diese als Phänomene mit Struktur betrachtete, den passenden Begriff und die zugehörige Literatur finden. Sie hatte jede Menge neues Werkzeug entdeckt und festgestellt, dass sie alles andere als allein war. Dass all diese Phänomene in unterschiedlichem Gewand und in unterschiedlicher Komplexität auch an anderen Stellen auftraten. Saya fühlte sich, als hätte sie jetzt in ihren 20ern plötzlich eine erweiterte Sehkraft erlangt, mit der sie Farben wahrnahm, die sie zuvor nicht hatte sehen können. Jetzt waren sie überall und sie konnte nicht glauben, dass sie ihr zuvor entgangen waren. Sie suchte nach Wegen, diese Farben all denen zu beschreiben, die sie konsequent übersahen. Sie war beinahe besessen davon. Sie wollte es jedem, der einen ignoranten Spruch brachte oder sie etwas Grenzüberschreitendes fragte, erklären, bis er verstand. Um sich zu wappnen, ging sie ins Internet und las Kommentare unter Artikeln und Posts. Das ist kein Witz, obwohl ich selbst gerade kurz lachen musste. Nächtelang bestätigte sie sich dabei, was sie ohnehin schon wusste. Die Welt war voller Arschlöcher, die nicht müde wurden, ihr menschenverachtendes Weltbild zu propagieren. Saya konnte nicht aufhören zu lesen und sah es als eine Recherche für den weiteren Kampf. Zwischendurch hatte sie Phasen, in denen sie mit ihrem eigens dafür eingerichteten weißen Fake-Profil eifrig gegenargumentierte. Weil die Diskussionen aber erwartungsgemäß keinen Hinweis darauf gaben, dass man ihre Mühen zu schätzen wusste, ließ sie ihr weißes Fake-Profil irgendwann schweigen und verbrachte weitere Stunden mit dem stummen Sichten des lauten Hasses. Danach konnte sie selbstverständlich nicht schlafen, sondern wartete verzweifelt auf den Anbruch des nächsten Morgens. Die Zeit bis dahin vertrieb sie sich mit weiteren Kommentaren. Wir drei sahen uns zu dieser Zeit in unregelmäßigen Abständen, aber wir sahen uns. Und das vor allem, um uns einzugestehen, dass Saya und ich inzwischen die gleichen Feststellungen getroffen hatten, dass wir die gleichen Begriffe und Definitionen kannten, auch wenn ich dafür keinen einzigen Online-Kommentar lesen musste. Dass Saya und ich uns in allem so einig waren, konnte Hani nicht ignorieren und sie konnte ihren Frieden mit unseren Begriffen erst finden, als wir anfingen, uns über die genannten Phänomene nicht mehr nur zu ärgern und zu streiten, sondern uns darüber lustig zu machen. Heult nicht rum, sagte sie dann manchmal auf unser Lachen. Wo wären unsere Eltern und deren Eltern, wenn die alle immer wegen Ungerechtigkeiten rumgeheult hätten? Und ein einziges Mal sagte sie noch so etwas wie, schlimm genug Minderheit zu sein. Seid halt keine heulende Minderheit. Sie klang dabei plötzlich so, wie Saya normalerweise klingt. Und Saya musste das hinnehmen, denn ihr und mir fiel keine passende Antwort darauf ein. Dankeschön. Ich danke. Hattest du dich gewundert, dass ich mir diese Passage gewünscht habe? Ja, tatsächlich. Warum? Ich glaube, also bei der Tantenszene vor allem, die
Also es ist natürlich Sayas augenöffnender Moment so. Das hat sowas von so einer Erkenntnis, die sie hat. Bis dahin hat sie nicht so sehr drüber nachgedacht, ob sie Rassismuserfahrungen macht oder nicht. Und plötzlich hat sie so einen anderen Blickwinkel und muss damit umgehen. Und diese Tantenszenen zu schreiben, war für mich so ein bisschen was, wie so was Hausaufgabenartiges. Mhm. Also deswegen ist das auch was, was Kasi einführt und sagt, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, dass sie sagt, eigentlich würde es jetzt reichen zu sagen, dann kamen die Tanten, aber euch muss man es ja nochmal erklären. Also sie schreibt ja ihr weißes Publikum an, von dem sie ausgeht, die glauben der Zeitung am nächsten Morgen eh mehr als ihr, aber sie versucht es trotzdem, ihre Geschichte zu schreiben. Und sie sagt sehr klar, weil ihr das selber nicht versteht, wenn ich euch einfach nur sowas hinwerfe, muss ich das jetzt zusammenfassen und erklären. Und deswegen ist diese Tantenszene, und ich glaube, das führt bei mir selber so dazu, dass ich denke, okay, das musste in den Roman rein, das musste für Kasi in ihre Erzählung rein, aber das muss vielleicht gar nicht was sein, was ich vorlese. Und also weil das sowas von so einer Erklärsequenz irgendwie hat. Und als du das vorgeschlagen hast, habe ich deswegen auch kurz überlegt und habe nochmal in die Stelle reingeguckt und habe aber für mich beschlossen und auch gesehen, dass sich das trotzdem nicht so sehr von den anderen Stellen unterscheidet. Also es sind ja trotzdem sehr kleine Momente, in denen nicht viel passiert oder die streitbar wären, was da eigentlich passiert ist und die sich eigentlich einreihen in die anderen Szenen des Buches ja auch. In Kasi geht zum Jobcenter und so weiter. Also es sind ja alles Mikroaggressionen, die passieren und an der Stelle erfüllen sie eben eine konkrete Funktion. Ja. Deswegen hatte ich, glaube ich, so eine Scheu vor der Stelle, aber es ist ja trotzdem genauso eine ähnliche Geschichte wie die anderen auch. Ja, ich will dir gern sagen, wieso ich dich darum gebeten habe, genau das zu lesen. Ich finde eben nicht die Tantenszenen, also die braucht man, um das in der Folge, was dann folgt, einordnen zu können. Aber nicht die Tantenszenen sind das Entscheidende, sondern gerade dieser Reflexionsprozess, das finde ich ganz toll an der ganzen langen Passage, dass man in den Reflexionsprozess, der bei den Mädchen dann einsetzt, oder jungen Frauen sind sie dann ja schon, dass man diesen Einblick bekommt, so zum Stichwort Begehbarkeit von Weltwahrnehmung oder so. Ne? Denn also da ist ja auch ganz viel drin in der Passage, was irgendwie auch deine weiße Leserschaft, Leserinnenschaft kennt, was weiß ich, der Geschichtsjunkie oder irgendwie diese Nerds oder so, die haben wir irgendwie alle erlebt. Aber was parallel bei Saya noch abläuft und vor allem dann diese Beschreibung, wie sie nach den Erfahrungen mit den Tanten und dann dieser Party und auch bei den Freundinnen, wie sich plötzlich so die Puzzleteile irgendwie zueinander fügen, ne? Wie sich dann auch Erfahrungen, die man irgendwie einfach in einem Lebensalter, in dem mit Reflexionsebenen noch nicht viel ist, also als, was sie als Kinder erlebt haben, dass sich das irgendwie zu einem, ein Ganzes möchte man es nicht nennen, aber eben zu was zusammenfügt, was sie dann irgendwie selber benennen können. Ja, ich habe oft den Eindruck, dass es vielleicht helfen würde, wenn Menschen öfter den Moment teilen würden, in dem sie verstanden haben, welche Position sie haben. Ja. Also es ist ja oft ein sehr, sehr schmerzhafter Moment, egal welche Position man hat, ob man die Privilegien versteht, die man hat, oder ob man versteht, wie oft man benachteiligt wurde, das ist super schmerzhaft. Und keiner kommt auf die Welt und weiß das direkt und kann das benennen und kann die Struktur sehen, sondern alle haben irgendwann einen Moment, ob das jetzt ist, weil sie Diskussionen mit anderen haben oder Leute in ihrem Umkreis dies benennen oder ob sie Workshops besuchen, in denen sie es nochmal ganz persönlich und ganz sensibel spüren können und erfahren können. Und in der öffentlichen Diskussion, die wir führen, oder ob das jetzt irgendwie in Zeitungen, in Talkshows ist, wird ja oft so vorgeworfen, also es gibt so diesen Vorwurf, der in der Regel auch stimmt, zu sagen, und das ist rassistisch und ihr ignoriert es. Und dabei klingt es immer so, als hätte die Person, die das sagt, das von Anfang an immer gewusst. Und als wären alle anderen zu blöd dafür. Und ich habe irgendwie so die Hoffnung, dass wenn man eigentlich viel öfter teilen würde, wann habe ich es denn selber verstanden? Und was hatte ich für Widerstände dagegen? Und was habe ich für problematische Sachen als erstes gesagt, als ich das zum ersten Mal gehört habe? Wenn man das teilen würde, dass dann auch irgendwie klarer wäre, dass das was Prozesshaftes ist, dass niemand irgendwie letztes Jahr in einer Talkshow zu Positionierungen, zu rassistischen Begriffen das Gleiche sagen würde wie heute, solange man sich in dem Prozess befindet. Die Leute, die starr in ihre Position halten, natürlich nicht. Und ich eigentlich mir viel mehr Transparenz wünsche in dieser Prozesshaftigkeit. Also auch das, was jede Person, auch wenn sie noch so viel Kontakt zum Thema Rassismuskritik hat zum Beispiel,
dass jede Person trotzdem an jedem Tag immer noch etwas Neues über Antisemitismuskritik versteht oder über Sexismuskritik versteht. Also dass es nie ausgelernt ist, nie, für niemanden. So. Ja, eben und genau das, also ganz davon abgesehen, dass sie einfach super gut erzählt ist, auch die Passage, man kann ja wunderbar zuhören, einfach tolle Sätze. Genau diese Prozesshaftigkeit, darum ging es mir, weil ich auch finde, dass man diese Passagen dringend im Ohr haben muss, wenn man, und das hat man ja, wenn man den ganzen Text liest, wenn man dann diese Anklagen, wie sie jetzt zum Beispiel eine direkt folgt, wenn man die dann hört. Kannst du gerade nochmal, indem du die drei Zeilen dazwischen überspringst, hier auf der Seite 100, nee, nicht 100, auf Seite 63 Mitte kurz weiterlesen? Ich mache ohne Reihenfolge weiter, ihr Deutschlehrer und Deutschlehrerkinder. Es ist intellektuell schon auch zumutbar, dass ich nicht bei A anfange und bei heute Nacht aufhöre und dass ich die Person, die man kennen muss, um einen Bericht über die vergangenen Tage zu verstehen, nicht mit jedem noch so kleinen Detail ihrer Biografie vorstelle. Ja, vielleicht reicht das schon. Mir ist das wichtig, die beiden verschiedenen Sprechmodi oder was von Kasi hier nebeneinander zu stellen, weil es mich selber irgendwie nervt, dass in der Rezeption deines Buchs dieser Anklagemodus, in den Kasi eben auch immer wieder gerät oder sich bewusst begibt, der wird immer so in den Fokus gestellt. Fällt dir das auch auf? Es ist, dauernd ist davon die Rede und klar, das ist wichtig, das ist auch eine tragende, also es hat auch eine spezielle Funktion innerhalb des Textes, aber es ist doch irgendwie relativ dezent gestreut und es ist vor allem, folgt dann irgendwie auf Passagen, lange erzählende Passagen, die auch wiederum ja erklären, woher irgendwie der Brass kommt, der dann aus diesen Anklagepassagen spricht. Ja, mich irritiert das auch total, weil das für mich eigentlich eher so ein kleiner Nebeneffekt ist, den der Roman hat. Für mich war auch klar, dass, also muss man eigentlich nicht sagen, aber offensichtlich muss man sagen, dass nicht ich, die Autorin Shader Basia, ihr Publikum beschimpft. Eben, so. Es ist Figurenrede. Es ist eine Figur, die mit einem, mit einem Publikum redet, das ja auch eine Figur ist, so im Grunde. Deswegen irritiert mich da immer, wenn das so vermischt wird, aber das bin ich ja andererseits auch auf eine Art gewohnt, weil bei meinem ersten Roman ja auch immer klar war, dass es da um mich und meine Familie gehen muss. Also das heißt, dass es irgendwie nicht ganz trennscharf ist oder man das irgendwie noch ein bisschen üben muss. Das bin ich gewohnt, aber ich finde, dass es auch wieder sehr viel über, über Rassismus sagt. Also selbst wenn man einen Roman schreibt, in dem drei nicht weiße Frauen das Hauptthema sind und im Roman geht es um Morde und es geht um tragische Ereignisse, es geht um rechten Terror und um Gewalt. Und es ist, glaube ich, schon ein Roman, der sehr brutal auch an Stellen ist, emotional, trotzdem wieder der Weg genommen wird, um über weiße Befindlichkeiten zu sprechen. Also trotzdem wieder das in den Fokus gerückt wird, zu sagen, und dann spricht sie ihr weißes Publikum an. Das heißt, am Ende hat dann irgendwie die Rezension so und so viele Zeichen und die Hälfte davon gehen da auf die Emotionen von weißen Lesenden drauf. Mhm. Und ich glaube sogar, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte es was anderes gefunden, was irgendwie in den Vordergrund steht. Also es ist irgendwie auf eine Art auch das alte Muster, das immer schnell aufkommt und passiert. Und so oft beschimpft sie ihr Publikum, glaube ich, gar nicht. Nee, also so oft ist es nicht der Fall. Und ich fand das eben auch eigentlich gerade interessant, mich selbst beim Lesen zu beobachten, bei diesen Anklagepassagen, dieses Wir-Ihr, das kommt ja immer wieder, dieser Wir-Ihr-Modus und der wird dann aber auch unterbrochen. Das ist auch wichtig, dass es auch Stellen gibt, an denen sie sagt, wir sind eigentlich auch ein bisschen wie ihr, also wann immer die Erzählerin irgendwie selbst zum Opfer ihrer Vorurteile wird, sagt sie das auch. Aber eben, was ich eigentlich erzählen wollte, ich habe mich beim Lesen dieser Passagen beobachtet, habe mich dann sehr ertappt gefühlt, als ich dich habe sagen hören, eigentlich sei es dir gar nicht so unrecht, wenn Leute sich irgendwie angegriffen fühlen, denn viel schlimmer seien die irgendwie denken, ich bin ja gar nicht gemeint. Und tatsächlich ging es mir oft so, dass ich so abglich, denke ich so nicht, nein, ich bin offenbar nicht gemeint. aber eben, das sind ja interessante Prozesse, ne? Wenn du die Lesenden oder Kasi als Erzählerin die Lesenden nötigt in so einen, also man gerät als Lesende in so einen anderen Modus. Man ist plötzlich in einem aktiven Modus. Man ist nicht mehr nur konsumierend irgendwie unterwegs, wie sonst beim Lesen, sondern fühlt sich eben direkt angesprochen und guckt, was macht das gerade mit mir. Und egal, was da passiert, ist es irgendwie interessant zu beobachten, finde ich. Also mir ist nicht ganz klar, wieso die Menschen
sich offenbar eher ärgern teilweise über diese Passagen. Vielleicht ist das ein guter Moment, um einmal kurz über den, oder vielleicht auch nicht ganz so kurz, doch nochmal über den Literaturbetrieb zu sprechen. Mhm. Das ist klar, dass ich als Literaturbetriebsnase das irgendwie ja gar nicht zwingend besonders gern tue, aber irgendwie besonders wahrscheinlich finde. Du hattest, bevor dein Buch erschienen ist, oder ich glaube direkt in den Tagen da um das Erscheinungsdatum rum, da hattest du so Insta-Live-Talks mhm. mit Kolleginnen gemacht. Ne? Da hast du mit Caro Stahar, mit Denis Ode und wer war die dritte? Rasha Hayat, genau. Mit den dreien hast du eben diese Talks gemacht und selber erzählt dann bei dem Podcast da mit mir, wie angenehm das war, eben mit den dreien zu reden, wo ihr viele Erfahrungen, Voraussetzungen teilt und so weiter und nicht immer so viel erklären zu müssen, mhm. wie du es eben, wenn du mit dem weißen Feuilleton oder auch nicht Feuilleton, aber eben weißen Literaturbetriebsnasen sprichst. Jetzt eben ist das Buch da, du bist auf Lesereise, hast all diese Interviews, wir sitzen hier und so weiter. Also jetzt bist du wieder wahrscheinlich in diesem erzwungenen Erklärmodus immer wieder. Ich kann dich jetzt schlecht fragen, wie sehr das nervt. Du bist viel zu höflich, um dann eine ehrliche Antwort zu geben. Deswegen stelle ich vielleicht dieselbe Frage auf ein bisschen eine andere Art. Du hast doch wahrscheinlich auch Mithu Sanyals Roman gelesen mhm. und erinnerst dich gut an die Szene gleich zu Beginn, wie Nivedita beim Deutschlandfunk zu Gast mhm. ist und mit Verena, heißt sie, glaube ich, mhm. mit der Redakteurin spricht und dann einmal kurz die Rollen komplett vertauscht, ne? Indem mhm. sie Verena, ich wollte es eigentlich nochmal nachlesen, was genau sie, sie fragt, aber das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Aber ich glaube, sie fragt sowas wie, und wie sehr leidest du eigentlich selber unter der Last deines schuldbeladenen Weißseins mhm. oder so. Mhm. Rollentausch und wie die Redakteurin dann reagiert, was sie sagt, erfahren wir leider nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es für Nivedita ein sehr wichtiger, sehr guter Moment, da irgendwie aus der das Frage-Antwort-Spiel quasi umgekehrt zu haben. Mhm. Wie oft wünschst du dir solche Momente auch, oder wie oft bist du kurz davor, auch mal sowas zu machen? Gar nicht. Nee? Gar nicht. Ich glaube, das ist so meine Gewohnheit, in solchen Situationen Dinge zu erklären. Ich habe beim letzten Buch auch oft gesagt, ich habe das Gefühl, ich mache Bildungsarbeit. Ich ja. sitze irgendwie auf der Bühne und muss irgendwie nochmal erklären, zum Beispiel, warum Integration ein Konzept ist, das man auch in Frage stellen kann, warum das gar nicht so fair und so toll ist, wie das irgendwie einem erklärt wird und so. Also ich habe ganz oft so den Eindruck gehabt, puh, okay, das ist jetzt vielleicht anstrengend und es gibt vielleicht Widerspruch oder das macht jetzt die Stimmung so ein bisschen kaputt oder so. Aber ich habe mich danach so gefühlt, wie ich habe jetzt Leuten was beigebracht tatsächlich. Und also das bezieht sich jetzt eher auf das Publikum vielleicht, aber ich glaube, dass das immer so ein bisschen die Haltung ist, die ich auch sonst so mitnehme, jetzt irgendwie nicht zu denken, ich bin dafür da, um irgendwen vorzuführen oder ich bin dafür da, um mit irgendwem zu streiten. Und wenn ich das Gefühl habe, man lädt mich irgendwohin ein, damit ich streite, wäre ich, glaube ich, auch zögerlich und würde das nicht unbedingt wollen, weil ich öffentliches Streiten nur cool fände, wenn Vertrauen da ist, dann hätte ich darauf Lust. Und wenn ich misstraue, dann kann ich auch nicht fair streiten. So, also ich glaube, deswegen bin ich eh immer in dem Modus von, es ist okay, ich erkläre Sachen, ich halte mich nicht an allem auf und vielleicht ist das super opportunistisch und schwach, so das weiß ich nicht, aber ich glaube, sonst könnte ich meinen Job nicht machen. Also ich glaube, sonst, wenn ich immer so das Ziel hätte, jetzt irgendwie mein Gegenüber zu bekehren oder irgendwie meinem Gegenüber nochmal die Welt zu erklären, also dann könnte ich diesen Job, glaube ich, nicht machen. Also nicht zwingend dem Gegenüber, aber eher dem Publikum so. Aber das grundsätzlich ist ja der erklärende Modus oder diese Antworten, die dann doch, also wo du doch vielleicht nochmal weiter zurückgehen musst, mhm. als dir eigentlich lieb ist, das bringst du irgendwie mit Leichtigkeit über dich, weil du, wahrscheinlich auch, weil du Bildungsreferentin vielleicht, bist. Ja. Ne? Das ist auch dein Pädagoginnenherz, das dir das leichter macht. Ja, und ich würde auch erstmal davon ausgehen, dass es niemand böse meint. Also selbst die eigene Ignoranz und die eigenen Widerstände von weißen Menschen würde ich erstmal nicht auslegen, als da will mir jemand was Böses ja. oder da ist jemand einfach bösartig oder zu blöd. Sondern ich würde davon ausgehen, okay,
das ist halt auch einfach so schmerzhaft so. Und jemand ist halt einfach noch nicht so weit, sich darauf einzulassen. Es ist auch nicht mein Job, diese Person einzuladen, aber ich nehme es erstmal an, dass diese Person an diesem Punkt ist und kann dann allgemeingültig Dinge erzählen und dann auch wieder damit aufhören, weil ich jetzt auch nicht den Anspruch habe, dass man auf einer Lesung von mir plötzlich versteht, wie Rassismus funktioniert oder so. Ja. Das ist super, dass du gerade von der von deinem Pädagoginnenherz ohnehin sprichst, weil ich tatsächlich mit dir noch kurz zumindest über auch Literatur und Pädagogik sprechen wollte. Ich will ja jetzt nicht dich nochmal nach dem Titel befragen, das kann ich dir vielleicht einfach abnehmen. Das musstest du schon so oft erklären. Aber eben das Cover sollten wir auch einmal kurz noch zum Thema machen, weil man hier ja ein loderndes Feuer sieht. Und der Titel Drei Kameraden, auf den ist Shader gekommen, als sie sich in Erich Maria Remarques Buch Drei Kameraden verliebt hatte. Und da hat sie in diversen Interviews wieder und wieder gesagt, dass, also der Remarque-Referenz ist jetzt nicht so wichtig, aber dass das Kämpferische an den Kameraden und Kameradinnen, was da mit drin steckt, dass das natürlich auch eine Rolle spielt. Und dann hast du einmal erwähnt, dass der Begriff der Kameradschaft eben nicht nur in der rechten Szene, das spielt natürlich auch eine Rolle, dass du ihn quasi dort wegnimmst und wieder in einen anderen Kontext zurückführst, aber nicht nur in der rechten Szene, sondern auch bei der Feuerwehr ist der Begriff des Kameraden, der Kameradin gegenwärtig noch irgendwie sehr in Gebrauch. Also das Feuer spielt in mehrfacher Hinsicht ja eine wichtige Rolle für dein Buch und du hast auch gesagt, dass die drei Freundinnen, die drei Kameradinnen so also eine Art Brandschutzmelderin-Funktion auch haben. Ne? Magst du da kurz noch was dazu sagen oder soll ich direkt weiter? Ja, gerne. Also weil ich, also dieses Bild von den geistigen Brandstiftern, so das kennen wir, das ist so klar und verständlich und ich finde auch ein sehr sinnvolles und extrem wichtiges Bild, mit dem man arbeitet und das man benennen muss. Also ne, rechter Terror oder rechte Gewalttaten haben sich einfach seit dem Einzug oder den Einzügen der AfD in Bundes- und Landtagen vermehrt. So, ja. Wir sehen, das sind geistige BrandstifterInnen. Und das ist aber ja nicht die einzige Funktion, die Menschen eingenommen haben. Und ich glaube, dass Leute wie Saya, die eben rumlaufen und allen immer sagen, das und das ist schlimm und gefährlich und es kann gefährlich werden für uns, weil am Ende endet es in rechten Terror, in diesem Spiel eben so die Brandmeldefunktion haben. Das heißt, die sind die es als erstes wittern, die riechen sofort, die wissen sofort, was gefährlich für sie wird, wo alle anderen noch irgendwie denken, nee, ist doch gar nichts, so bildest du das ein. Ja. So. Mhm. Und es sind aber eben Brandmelder, die man gerne überhört. So. Und ich hatte das gerade noch im Ohr, wie du über deine Figuren eben sagst, sie haben auch diese Brandmelderinnenfunktion, als ich am Wochenende zufällig von einem Projekt gehört habe, von dem Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer, das läuft glaube ich schon seit einigen Jahren, aber ich hatte da bislang einfach gar nichts von mitgekriegt, in Tübingen, und zwar ist das tatsächlich ein Projekt, das nennt sich Krisenfrüherkennung durch Literaturauswertung. Mhm. Also die nehmen diese ja oft ins Feld geführte Rede von der Literatur als irgendwie Seismograph und was weiß ich, eben diese prognostische Potenzial der Literatur, das wird ja immer mal so erwähnt, aber die nehmen das wirklich richtig ernst und sind offenbar auch in Länder zu Forschungszwecken dann gegangen, in denen Bürgerkriege stattfanden oder so und haben versucht, aus der Literatur der Länder zu entnehmen, und dasselbe haben sie mit dem historischen Rückblick auch mit der deutschsprachigen Literatur gemacht, mit dem Versuch zu gucken, wo hat die Literatur, und das kann man offenbar nachweisen, dass das durchaus funktioniert hätte man auf die Texte gehört, wo hat die Literatur schon irgendwie bei Zeiten vermeldet, Achtung, das wird nicht gut werden hier. Worauf ich hinaus will, der Jürgen Wertheimer hat in einem Interview gesagt, das sei alles prima gelaufen, was sie da bislang gemacht haben in ihrem Projekt, aber jetzt würden sie es für notwendig befinden, mit Pädagoginnen zusammenzuarbeiten, denn eben
man sieht, wenn man diese Forschungsarbeiten vornimmt, die Literatur hat eigentlich diese Aufgabe tatsächlich immer schon erfüllt, aber es hilft nichts, denn die Menschen lesen das. Und aus dem Krisenbewusstsein, ob es jetzt durch das Lesen oder durch anderes entsteht, aber aus dem Krisenbewusstsein erwächst nicht unbedingt eine Aktion. Und da muss jetzt irgendwie die Pädagogik her, damit dieser Konnex entsteht. Das fand ich doch irgendwie bemerkenswert, dass das tatsächlich mal versucht wird, nicht nur praxeologisch, was weiß ich, die Literatur zu wenden und so, sondern tatsächlich so sehr in die Praxis und in die praktische Funktion von Literatur zu gehen. Und jetzt wollte ich dich fragen, die du eben beides bist, Schriftstellerin und Pädagogin, ob das für dich, also wie nah beieinander diese beiden Bereiche, deine beiden Berufe im Grunde für dich sind? Ja, ich glaube, dass so der Blick, also Schreiben fängt ja mit dem Beobachten an und so der Blick, den man schärft und übt, der ist, der in beiden ein bisschen ähnlich ist. Also wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dann muss ich die auf dem Schirm haben, so dann muss ich die irgendwie beobachten, was nicht heißt, dass ich da jetzt irgendwie sitze und heimlich irgendwie zugucke oder so, ne? Sondern ich bin ja im Kontakt mit denen und meistens in Gruppenkontexten gewesen und habe so immer so 5 Tage mit denen verbracht, die haben Freiwilligendienste gemacht und da gibt es unglaublich viel über Gruppendynamik, was man lernen kann, auch über sich selber. Also du hast mit Jugendlichen als Bildungsreferentin genau, mit Jugendlichen. Genau, die waren so offiziell zwischen 16 und 26, in der Regel waren sie 18, 19 und das ist aber eigentlich auch gar nicht so wichtig, wie alt sie waren, weil ich glaube, es wäre auch mit einer Gruppe 60-Jähriger genauso gewesen, dass man welche Verläufe so ein Gruppenprozess macht, an welchem Tag man sich streitet, an welchem Tag man sich irgendwie wieder so distanziert. Das heißt, man lernt total viel über Menschen und das lernt man eben auch nur, wenn man den Blick schärft für ganz viele Kleinigkeiten und Einzelheiten und vielleicht auch, also im Idealfall auch auf die Personen, wegen denen man ja da ist, aber ich finde auch so ein bisschen übergeordnet auf wie Menschen mit Menschen umgehen, was zwischen Menschen passieren kann. Und das ist sowas, was ich deswegen als Pädagogin total spannend fand, auch natürlich an der Stelle, an der man was dagegen machen kann. Also wenn man merkt, die Dynamik ist nicht gut für alle und wie kann man alle nochmal ins Boot nehmen und so weiter. Und wenn man merkt, dass es eine Veränderung gibt durch die eigene Arbeit. Und das ist natürlich beim Schreiben eigentlich ähnlich. Beim Schreiben verarbeitet man das, was man von Menschen kennt. Ich habe nur eine Faszination fürs Schreiben, weil ich eine Faszination für Menschen habe. Und Menschen unglaublich spannend finde und unglaublich anrührend auf ihre merkwürdige eigene Art. Und man da ja auch immer wieder so in der Situation ist, zu wissen, man könnte es ändern. Ich als Autorin habe so die Macht, ich könnte das jetzt einfach so schreiben, wie ich es gerne hätte. Man ist so mächtig, wenn man schreibt. Und das aber was ist, wo man auch weiß, das geht auch in der Pädagogik nicht. Nur weil ich es sage, können Dinge nicht anders werden. Ich muss den Raum lassen für die Ambivalenzen. Und ich muss super viele Ambivalenzen aushalten, wenn ich mit Menschen arbeite und das halt auch beim Schreiben. Aber der Pädagogik fehlt der Größenwahn der Literatur quasi. Ja. Ne? Also das Machtgefühl. Ja, auf jeden Fall. Also muss es unbedingt. Und worum es ja auch immer viel geht, oder mir zumindest ging, war, dass es eben, also es war ja politische Bildungsarbeit auch. Es ging um Jugendliche, die ein freiwilliges ökologisches Jahr machen. Es ging viel um Demokratiebildung, die haben ihre Themen selber gewählt und aufbearbeitet. Aber bei jedem Thema immer klar zu haben, es geht uns jetzt nicht darum, Gut und Böse zu trennen, sondern wir gucken uns beides an und wir gucken uns auch beides gleichwertig an und wir gucken uns alle Positionen an, die es dazu gibt, um am Ende eine Entscheidung treffen zu können. Ja. So, ich wünschte, dass das viel mehr die Art und Weise gewesen wäre, wie meine Schulzeit war oder wie ich irgendwie Bildung nahegebracht bekommen habe. Und heute ist es gerade im Bereich der Demokratiebildung aber eben so wichtig und so schön, dass es das so gibt. Und das ist ja auch was, woran ich irgendwie Literatur irgendwie auch messe, wenn es mir irgendwie zu leicht gemacht wird und eben kein Genuss an Ambivalenzen da ist, dann kann ich das irgendwie auch beim Lesen nicht genießen. Vielleicht sind die beiden Stichwörter, die Bildung und die Ambivalenzen, gut, um in unseren Schlussakt einzumünden, wo wir nochmal was von dir hören wollen, einen kleinen Essay, in dem es um einen, kann man sagen, einen Bildungsroman? Nicht so wirklich, ne? Naja, wir werden hören, um einen Roman geht, der nach wie vor, ja, oder der Roman vielleicht gar nicht mal, aber dessen Verfilmungen ambivalente Gefühle bei dir hinterlassen. Ich lese die Überschrift, denn das ist von der Zeit wahrscheinlich verfasst und nicht von dir selber. Ja. Der Text heißt Meine geniale Freundin Jo und der Header ist: Seit ihrer Kindheit vergöttert unsere Autorin
Louise May Alcott's Little Women. Doch als Feministin einen uralten Roman für Mädchen zu lieben, ist gar nicht so einfach. Von Shada Basia. Als Kind ging ich einmal in die Woche in die liebevoll geführte Stadtbücherei meines Geburtsortes und lief mit einem Stapel Bücher wieder nach Hause. Einmal im Jahr, kurz vor Weihnachten, lieh ich mir nur ein einziges Buch aus, mein Programm für die Ferien, Louisa May Alcott's Little Women oder, wie die deutsche Übersetzung sich schimpfte, Eine glückliche Zeit. Wenn man mich in den vergangenen Jahren fragte, was mein Lieblingsbuch sei, dachte ich sofort an dieses Buch, das 1868 erschienen ist und über das die Büchereidame jedes Mal lachen musste. Shada, schon wieder? Kauf es dir doch einfach mal, das wird dir auf jedem Flohmarkt hinterhergeworfen. Ein Buch für Flohmärkte also, und genauso verstaubt wirkte auch die Sprache darin, was der deutschen Übersetzung geschuldet sein mag, vielleicht aber auch dem allgemeinen Gefühl, wenn ein Stoff wie der in Little Women beschrieben wird. Vier Schwestern leben zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges in Armut und kämpfen sich durch den Alltag, der wenig Raum für ihre Träume und kreativen Vorlieben lässt, den sie sich aber in ihrem gemeinsamen Zuhause dennoch widmen, ermutigt durch die starke und kämpfende Mutter. Vier Schwestern, die sich streiten, sich unterstützen und aufeinander aufpassen. Die zweitälteste Tochter, Josephine March, möchte lieber ein Junge als ein Mädchen sein, nennt sich Joe und verhält sich allen Zurechtweisungen des 19. Jahrhunderts zum Trotz, so wild und frei, wie sie möchte und soweit sie es kann. Nachts schreibt sie. Sie schreibt Stücke, die ihre Schwestern und sie für ihre Freundinnen aufführen, und in jenen Kapiteln des Buches, die zeitlich 4 Jahre später angesiedelt sind, feiert sie erste schriftstellerische Erfolge, mit denen sie ihre Familie finanziell unterstützt. Ich wollte Schriftstellerin werden, weil ich Joe für alles liebte, was sie verkörperte. Auch weil ich irgendwann wusste, dass sie so etwas wie Louisa May Alcott's alter Ego war. Es war also denkbar, dass die eigene Familiengeschichte, und wenn sie nur von 4 Schwestern und einem Leben in Armut handelte, wertvoll genug war, um Literatur zu werden. Das berührte mich sehr tief. Als ich später mit anderen ambitionierten künftigen SchriftstellerInnen in Hildesheim saß und im Rahmen des Studiums darüber redete, was wir schreiben, wann wir schreiben und natürlich allem voran, was wir lesen, verriet ich meine literarischen Freundinnen Joe, Meg, Beth und Amy aufs Äußerste, indem ich mich nicht nur für sie schämte und sie verschwieg, sondern sie auch noch vergaß. Das passierte automatisch, denn meine Gegenüber sagten Faserland und Fänger im Roggen, und ich hatte vergessen, dass es etwas jenseits jung erwachsener männlicher Sucher nach dem eigenen Selbst gibt. Ich hatte es aber natürlich nicht wirklich vergessen. Und wenn Weihnachten war und ich und meine Schwestern zusammenkamen, schauten wir trotzdem die Hollywood-Verfilmung mit Winona Ryder von 1994. Aber es hätte ich damals niemandem in der richtigen Welt je erzählt. Genau wie ich in der richtigen Welt Worte wie Feminismus oder Intersektionalität damals nur vor Leuten benutzte, die mich deswegen nicht merkwürdig fanden. Warum diese Scham, kann man sich fragen, wenn es sich hierbei um eines der meistverkauften Bücher der Kinder- und Jugendbuchgeschichte und einen der ersten Romane für Mädchen handelt. Einerseits vielleicht, weil ich nicht in den USA groß geworden bin, wo dieses Buch zu jedem Bücherregal gehört, während man in Deutschland die vielen unterschiedlichen Titel aufzählt, unter denen Bearbeitungen des Stoffes erschienen sind, bis das Gegenüber Stirnrunzeln sagt, kenne ich nicht. Man versucht es noch mit ehrlich, nicht vielleicht die japanische Zeichentrickserie, lief früher auf RTL 2, eine fröhliche Familie? Nein? Okay. Dann liegt diese Scham andererseits aber eben auch an dem genannten Stoff. Wenn man nicht den Rahmen hat, in dem man das progressive Potenzial einer Geschichte erkennen kann, die allein auf Schwesternschaft beruht, hat man wenig Mut, um die eigene Faszination zu erklären. Wenn man noch dazu lernt, dass Literatur dann besticht, wenn sie möglichst wenig überschwängliche Emotionen, ausformulierte Figurenbeschreibung und vor allen Dingen keine Adjektive birgt, kann man mit Alcott ohnehin nur verlieren. Ich habe meine Liebe zu diesem Buch also erst einmal verschwiegen, aber ihre Wirkung blieb. Ich schrieb meinen ersten Roman, der in seiner groben Struktur auf meiner eigenen Familiengeschichte beruht, und gab Interviews. Andere Bücher-Nerds, manche werden bezahlt, andere machen es aus purer Leidenschaft, sprachen mit mir über Literatur, die einen prägt. Da waren sie also wieder, die 4 Schwestern. Ich nannte ihre Namen, denn wenn man interviewt wird, hat man eine gewisse Sicherheit erlangt, durch die man sich ein bisschen mehr traut als im Proseminar. Meine liebste literarische Figur war immer schon Joe, sagte ich, und fühlte mich,
als schrieb ich einer Freundin aus Kindertagen, die ich mal sehr verletzt, nämlich verleugnet habe. Im Jahr 2020 ist nun einiges anders und einiges besser als zu meiner Zeit als Studentin. Heute schämt sich kein Mensch mehr dafür, Frauen in den Vordergrund zu stellen. Es ist vielmehr so, dass man es derart selbstbewusst tut, dass Literaturkritiker verzweifelt vom Trendthema Feminismus sprechen, als handele es sich dabei um Schlaghosen, die man alle paar Jahre für eine Zeit ertragen muss, bis sie wieder in den Klamottenkisten landen. Dass Elkerts Stoff zum vierten Mal in einer großen Hollywood-Verfilmung adaptiert wurde, verwundert somit nicht. Und dass eine Regisseurin wie Greta Gerwig, die erst fünfte Frau, die für einen Regie-Oscar nominiert wurde, das Drehbuch schrieb, ließ mich schon vor dem Kinostart Ende Januar jubilieren. 5 Monate später, da der Film unter den wirren Corona-Bedingungen immer noch in Kinos und zugleich schon im Streaming oder auf DVD und Blu-ray zu sehen ist, gibt es noch immer viel, was mich daran beglückt. Endlich bekommen Joe und ihre Schwestern erneut eine Bühne, bekommen vielleicht auch außerhalb der USA die Bekanntheit, von der ich mich jahrelang fragte, warum sie zumindest in Deutschland ausbleibt. Mehr noch, dank Gerwig muss ich mich spätestens jetzt nicht mehr für meine Liebe schämen. Der Film trägt die deutliche Handschrift von 2020, was allein an den kämpferischen Reden der Figuren erkennbar wird, an der deutlichen Aussprache dessen, was das Leben einer Frau im 19. Jahrhundert und, surprise, auch in Ansätzen heute von dem eines Mannes unterscheidet. Und es geht noch weiter. Gerwig gibt den Figuren dort Tiefe, wo Elkert sie vor allen Dingen auf quotenhafte Rollenzuweisungen innerhalb eines familiären Systems abhandelte. Sie ändert fast nichts an den Handlungssträngen des Originals, verpflichtet sie jedoch neu, stellt die Chronologie auf den Kopf und lässt dadurch die Entwicklung der einstigen Mädchen zu jungen Frauen umso plausibler und bewegender werden. Sie geht, und das ist, seit der Film draußen ist, noch einmal aktueller geworden, aber noch einen Schritt darüber hinaus. Sie korrigiert Elkert dort, wo sie Entscheidungen treffen musste, die ihrer Zeit geschuldet waren. Wo Elkert ihre Figur Joe am Ende einfach einen Mann heiraten lässt, gestaltet Gerwig dies in einer Meta-Erzählung als einen Akt, der auf das Drängen des Verlegers geschieht und macht sich außerdem auf filmisch zitierende Weise über das Ende der 1994er Verfilmung lustig, wo man sich noch ganz romantisch im strömenden Regen unter dem Schirm verlobt. Greta Gerwig macht also alles richtig. Und als ich den Film im Kino sah, saß ich knapp 2 Stunden und weinte in jeder Minute. Weinte, weil ich alte Freundinnen wieder sah und weil die Geschichte immer noch anrührend war und traurig und jetzt auch noch kämpferisch und weil mir die Emanzipation von dem normativen, romantischen Ende gut tat. Ich weinte aber auch, weil die darin liegende gewisse Häme über die ältere Version wehtat. Am Ende ging ich nach Hause und konnte nicht mehr. Ich hatte mit unterschiedlichen Gefühlen gerechnet, wenn das passiert, worauf ich gewartet hatte, das Zusammentreffen meiner Lieblingsgeschichte mit einem zeitgemäßen feministischen Blick. Ich hatte gedacht, dass ich bestärkt aus dem Film gehe, erfüllt bin. Oder dass ich andernfalls von der Umsetzung oder der Besetzung enttäuscht bin und wütend aus dem Film gehe. Ich hatte nicht mit dem gerechnet, was stattdessen passierte. Ich war gelähmt, wollte nicht über den Film reden, nichts erzählen. Ich war erschöpft. Gerwigs Version von Joe und ihren Schwestern hängen mir seitdem nach. Es sind die besten, die tiefgreifendsten und die plausibelsten Versionen, die ich kenne. Abgesehen davon, dass Gerwig ihnen keine neue, intersektionale Ebene verpasst hat, was ich ihr aber verzeihe, denn Elkert gibt dafür keinerlei Anlass und der Film ist und bleibt eine Romanadaption, gibt es rein gar nichts, was ich diesen Figuren und ihrer Umsetzung vorwerfen kann. Doch statt Freude und Erleichterung darüber zu empfinden, war und bin ich völlig fertig. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich selbst daran arbeite, über eine Frauenfreundschaft zu schreiben. Was soll ich machen? Das interessiert mich nun mal. Und alles, was ich lese und sehe und höre, daraufhin hinterfrage, wie stark die weiblichen Figuren oder im Gegenzug, wie subtil leitend die männlichen Figuren sind, wer um wen kreist und welche Entwicklung der Intervention von wem geschuldet ist. Nach dem Gerwig-Film wurde mir klar, wie anstrengend das alles ist und wie schön es wäre, eine Geschichte einfach zu genießen, ohne all diese Diskurse mitzudenken, die in meinem Fall ständig mit den eigenen erlebten Verletzungen zusammenhängen. Wie viel Energie man in die Freude auf einem Film steckt, der alles richtig machen könnte und wie viel von einem abfällt, wenn man endlich mal zufrieden ist, ohne dass man dadurch glücklicher wäre. Ich frage mich, ob Elkert sich darüber gefreut hätte, dass der Geist ihrer Figuren weiterentwickelt und übersetzt wird in neuere emanzipatorische Bewegungen, wie es auch in den vorherigen filmischen Adaptionen passiert ist. Oder ob sie nicht gesagt hätte, lasst meine kleinen Figuren doch einfach die kleinen Figuren sein, die sie sind, mit ihren kleinen Entwicklungen und ihren kleinen Kämpfen.
auf deren Schultern nicht die Bürden eines kompletten, jahrzehntelangen Kampfes liegen, sondern Anzeichen davon, die man deuten kann, wenn man clever genug ist, sie zu erkennen oder sonst trotzdem daraus lernt. Aus Gründen, die mir nur schemenhaft einleuchten, habe ich seit meinem Kinobesuch schon wieder das Gefühl, die vier Schwestern verraten zu haben. Als wäre ich dabei gewesen, wie man sie benutzt. Vielleicht steckt das dahinter. Wo Hollywood selbst noch immer weiß und männlich ist, hat man die March-Schwestern genommen und ihnen das aufgenäht, was wir uns von Figuren wünschen, weil sie zufällig das Potenzial dazu mitgebracht haben. Deswegen vielleicht konnte meine Freude auf diesen Film ganz am Ende doch nur enttäuscht werden. Little Women war für mich auch ohne eine Erweiterung um unsere heutigen Perspektiven schon immer emanzipatorisch und empowernd. Und während ich mich auf meine Reunion mit Joe und den anderen gefreut hatte, bekam ich am Ende einen emanzipatorischen und empowernden Film von 2020 zu sehen, der diesem Empowerment teilweise widersprach. Hätte ich vorher auf dem Schirm gehabt, dass das, was ich mir eigentlich wünsche, keine Verbesserung meiner Lieblingsgeschichte ist, hätte ich mir den Film vielleicht gespart. Weil ich ihn geguckt habe, weiß ich nun aber umso besser. Das, was ich mir wünsche, sind neue, innovative, nicht-cis-männliche Stimmen, die den Male Gaze in Geschichten hinterfragen und auf zeitgemäße Art beantworten, die etwas mit dem Hier und Jetzt zu tun haben und sich nicht damit beschäftigen müssen, vermeintliche Fehler von Ahnen zu korrigieren. Was ich mir wünsche, ist eine Joe March der Gegenwart, nicht die verbesserte Kopie der Joe March von 1868. Dankeschön. Danke. Das ist, glaube ich, ein schöner Abschluss, weil man dich da nochmal irgendwie von einer etwas anderen Seite auch kennenlernt und das sich als Ergänzungsstück zu diesem Buch, das, glaube ich, alle jetzt lesen wollen, die uns zugehört haben, zugeschaut haben heute Abend, das als Ergänzungsstück da gut passt. Jetzt haben wir keine Zeit mehr noch darüber zu sprechen, insofern müssen die Zuschauenden selber für sich entscheiden, was ich dich eigentlich hätte fragen wollen, ob Kasi womöglich eine Joe March der Gegenwart sein kann. Ich danke dir ganz herzlich, Shada. Sehr gerne. Ein großes Vergnügen. Danke, mir auch. Vielen Dank. Und unseren ZuschauerInnen möchte ich noch sagen, wer dich möglichst bald wiedersehen will, der kann sich den Boxenstopp-Stream angucken. Wir hatten vorhin kurz zu Beginn den Podcast erwähnt, im Rahmen dessen wir uns schon mal gesprochen hatten. Und dieser Podcast war nur eine Vorbereitung für so ein größeres Ding, was nächstes Wochenende in Göttingen stattfindet, beginnend mit einem Kurzlesungsfestival namens Boxenstopp, in dem Shada Basia auch zu sehen sein wird. Das ist ab Samstag. Konnte ich mir jetzt nicht leben lassen, auch für den eigenen Laden hier noch kurz Werbung zu machen. Der Literarische Salon Hannover möge es mir verzeihen und auch ihr sollt herzlich bedankt sein. War schön bei euch. Dankeschön. Schönen Abend noch. Ciao.